Sander. Ich hoffe, das Arschloch ist noch da. Oh, Scheiße. Gehen wir doch lieber nach hinten sagen. Ich will nur eine einzige Sache sagen. Nur eine Sache. Nur eine einzige Sache. Gehen wir doch in die Küche, bitte, jetzt. Jetzt seien Sie doch mal eine Sekunde lang ruhig. Das... Ich warte schon lange darauf, mal mit diesem Mistkerl zu reden. Okay. Ich bin nicht widerlich. Ich brauche keine Hilfe. Mir ist egal, was Sie denken. Sie können mich nicht ärgern. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Schokoladenlaverkuchen ist nicht einfach nur ein zu kurz gebackener Schokoladenkuchen. So funktioniert das mit dem geschmolzenen Kernlicht. Man nimmt eine gefrorene, zylinderförmige Ganache, man platziert sie in die Auflaufform, damit das Äußere völlig gebacken wird und das Innere schmilzt. Okay, schon gut. Es ist verdammt nochmal geschmolzen. Es ist verdammt nochmal geschmolzen, Arschloch. Und Sie tun gar nichts. Was machen Sie schon? Sie sitzen hier und essen und kotzen diese Worte aus. Nur um Leute zum Lachen zu bringen, wissen Sie, wie hart ich für diesen Scheiß arbeite? Wie hart meine Mannschaft arbeitet? Welche Opfer ich gebracht habe, um Sie zufriedenzustellen? Und dann scheißen Sie einfach selbstgefällig auf meine Scheiße. Ist ja gut. Okay. Das tut weh! Ja. Es ist verletzend, wenn jemand solchen Scheiß schreibt. Sie waren auch ja, verletzt. Das stimmt, das stimmt. Er dachte, dass er ihretwegen sein verdammtes Restaurant dicht machen muss. Sie Arschloch! Was tun Sie? Sie schreiben irgendeine Scheiße und denken, dass Sie verflucht nochmal, er war geschmolzen! Er ist verdammt nochmal geschmolzen! Arschloch! Sie können mich nicht ärgern! Okay, okay. Damit können Sie mich nicht ärgern! Damit kann er mich nicht ärgern! Nein, kann er nicht. Aber Sie sind doch Agentin. Haben Sie keine Beziehung? Heuert man Sie nicht deswegen an, damit Sie die Sachen aus dem Internet nehmen? Es ist schon online. Selbst wenn ich eine Website überzeugen könnte, ein Video rauszunehmen, gibt es noch Dutzende andere von anderen Handys. Können Sie nicht wenigstens Anwälte einschalten und rechtliche Schritte androhen oder so? Wenn Sie dem mit Anwälten drohen, kurbeln Sie die Geschichte weiter an. Die hat schon genug Aufmerksamkeit. Dann stehen Sie noch eine Woche in den Schlagzeilen. Und dieser Restaurantkritiker wird neue Blogs über Sie posten. Nonstop. Dann werden die weitergesponnen. Und die weitergesponnenen Schlagzeilen werden weitergesponnen. Wissen Sie, das ist absolut unglaublich. Dann, ich hab sowas noch nie. Also warten Sie, das heißt, dass Sie nichts dagegen tun können? Was soll der Wahnsinn, hä? Das ist Carne Asada, versuch's mal. Wow. Krasse Scheiße, der große Chefkoch kocht die ganze Nacht durch. Die Schnauze und koste erstmal am Mustus, komm her. Okay. Sehen wir. Ist das gut? Ja. So etwas werden wir kochen. Heute kommt der wichtigste Restaurantkritiker der Stadt. Sie wollen auf einmal ein Künstler sein. Seien Sie ein Künstler in Ihrer Freizeit. Das ist mein Restaurant. In der Küche bestimme ich. Das war unser Deal. Der Deal hat sich geändert. Entweder Sie kochen das oder Sie gehen. Soll das heißen, Sie feuern mich? Nein, ich sage Ihnen bloß, was ich gewillt bin zu tun. Wenn Sie nicht mein Menü kochen. Sie ist da. Die Kritik ganz ist voll. Da. Seine dramatische Gewichtszunahme lässt sich nur so erklären, dass er das ganze Essen aufisst, das in die Küche zurückgeschickt wird. Ich finde nicht gut, was er über dich geschrieben hat. Ich auch nicht. Wen interessiert? Mich schon, denn ich hätte es besser machen können. Ich hätte den Scheiß kochen sollen, den ich kochen wollte. Es gibt Chefköche, die kochen das, woran sie glauben. Und die Leute versuchen es, weil sie neuen Erfahrungen gegenüber offen sind. Und letzten Endes mögen sie es. Hey, was tust du da? Dieser Kerl. Tust nicht, was schreibst du da? Chef, nicht. Das ist keine gute Idee. Hört einfach zu. Ich schick's erst, wenn ihr sagt, dass es okay ist. Wieso kommen Sie heute nicht wieder? Ich habe ein ganz neues Menü für Sie, Arschloch. Gib das her. Gib mir das Handy. Jetzt hast du es geschickt, Bro. Wieso hast du das getan? Das kannst du nicht rückgängig machen. Dad, hast du da gestern Abend was gepostet? Leck mich an. Wow. Ist euch klar, wie viele Leute das gelesen haben? Du liegst voll im Trend, Bro. Du wirst nie glücklich werden, wenn du für jemand anderen kochst. Ein Imbisswagen ist eine Spitzenidee. Wir reden hier von einem weißen 88er Chevy One Man Imbisswagen. Das ist wie eine leere Leinwand für deine Träume. Ich lasse ihn für dich vorfahren. Danke. Bedank dich erst, wenn du ihn gesehen hast. Und was hast du jetzt vor? Du wirst lachen. Toni, Karl hat sich einen Imbisswagen geholt. Wirklich? Ich war so neidisch, als du mir das erzählt hast. Ich dachte mir, das will ich auch. Was ich tue, berühre ich die Herzen der Leute. Und ich liebe es. Und das will ich mit dir teilen. Was tust du da? Ich streue mir etwas Speisestärke auf meine Werwölfe, Mann. Da unten ist es viel zu feucht. Dad, wach auf. Martin streut sich Speisestärke auf seine Eier. Willst du auch was? Fühlt sich an wie Babypuder. Ist gut, oder? Total. Gente de zona. Una vez más.